Ich grüße euch aus dem Tanzland und wollen wir ein bisschen was machen? Der Frühling kommt und wir wollen unsere Energie nach außen wechseln und wieder einsammeln. Ich habe für euch drei Übungen. Drei, alle drei auf der Matte. Ihr könnt euch irgendwo hinlegen. Ein bisschen weiche Unterlagen vielleicht. Und dann machen wir zuerst den Totenkäfer. Zeige ich gleich. Den Bergsteiger, Nummer 2. Und Nummer 3, die Bauchpresse, aber umgekehrt. Ja, wir fangen gleich an. Immer 30 Wiederholungen. Der tote Käfer geht so. Passt mal auf. Und zwar lässt sich einfach merken. Und zwar, die Beine können ein bisschen angewinkelt sein. Und die Arme gehen über den Oberkörper. Und jetzt wie ein Käfer. Ihr könnt wechselseitig das machen. Ihr könnt aber auch das machen. Das heißt, jetzt war ich falsch. Jetzt sind wir richtig. Ja. Ich finde wechselseitig immer besser. Das heißt, bei mir jetzt linkes Knie geht zum Oberkörper, aber nicht ganz bis ran, sondern nur 90 Grad. Und der rechte Arm, ja, also wechselseitig, mache ich mal da, da. Ich könnte aber mit den Fingern spielen. Die Beine, die Füße werden dicht auf den Boden abgesetzt. Die bleiben so ein bisschen, man sieht es kaum, ne? Ja, okay. Kopf bleibt unten. Und das Allerwichtigste für alle Übungen, sind jetzt schon bei 20, ihr drückt eure untere Wirbelsäule Richtung Boden. Ich mache noch fertig. 7, 28, 29, 30. Dann das Ablegen. Die ganze Zeit lasst ihr den Bauchnabel Richtung untere Wirbelsäule fallen, in den Boden rein. Kein Hohlkreuz machen. Ja? Also drücken lassen und dann wechselseitig stehen, ja? Ohne die Füße abzulegen. Ich habe jetzt schon den Plan übererfüllt. So, seid ihr fertig? Okay. Zweite Übung. Bergsteiger. Und zwar, ihr dreht euch. Ich mache ganz gerne ein Dreieck mit den Unterarmen, die Hände zusammen. Ihr könnt die auch offen lassen, das geht auch. Aber das ist einfacher, ist schön stabil. Und ihr geht in die sogenannte Planke. Und jetzt versucht ihr erstmal hoch, hoch, aufstützen, runter, runter. Hoch, hoch. Dann bleibt ihr da. Und jetzt, das wird lustig. Ellenbogen, Knie. Das ist ein Bergsteiger. Bergsteiger. Da. Da. Jede Seite. 10-mal. Gleich geschafft. Jetzt jede Seite. Noch einmal. Hep. Hep. Ablegen. Kurze Pause. Ausruhen. Wenigstens 20 Sekunden noch Pause machen. Wisst ihr. Bisschen schütteln. Ja, die Hüfte kann hin und her schaukeln. Kopf ruhig ablegen. Auswackeln. 20 Sekunden. Okay. Dritte Übung. Und dann müsst ihr alle drei nochmal für euch wiederholen. Morgen- und Abendsprogramm. Die sogenannte umgekehrte Bauchpresse. So. Auch relativ einfach.
Und zwar, die Arme bleiben seitlich am Oberkörper. Ich mache sie immer ganz gern diagonal vom Körper weg. Also nicht ganz zur Seite, sondern so auf halbem Wege zwischen Hüfte und Höhe, Schultern. So, beide Beine synchron. Kurz anheben. Und dabei geht die Hüfte ein bisschen mit nach oben. Wichtig auch hier, Bauchnabel runter. Kein Hohlkreuz, bitte. 7, 8, 9, 10. Ihr könnt auch Flexfuß lassen. So. Und kommt. Noch 15. 14. 13. Lächeln. Ja, Hüfte geht nach oben ein bisschen. Ihr rollt euch faktisch am Boden. Und unten lassen, gerade beim Abrollen. 7, 6, 5, ihr lächelt noch, 4, 3, 2, entspannen, 1, Arme über den Kopf, ausstrecken, lang, 20 Sekunden liegen, zum Abschluss noch eine Dehnungsübung. Ist ganz gut, auch für euren Rücken, zum Entspannen. Ja, wir ziehen jetzt gleich die Bauchmuskeln auseinander mit einer Dehnung. Das machen wir stufenweise, ihr kennt die garantiert. So, 20 Sekunden vorbei. Okay, so, wieder umgewendet. Und zwar, relativ einfach, ihr lasst die Beine einfach unten fallen, Beine sind locker und ihr stützt mit den Armen euren Oberkörper auf und lang. Und das solltet ihr 30 Sekunden halten. Unter 30 Sekunden ist es Quatsch. Ihr merkt erst nach 30 Sekunden, dass die Spannung in der Beinbeuge etwas abnimmt. Ja, das zieht. Im Rücken fühlt es sich seltsam an, ne? So ein bisschen Druck. Das ist nicht schlimm. Ihr zieht euch auseinander. Der Kopf bleibt beweglich. Er geht in den Bogen mit. Noch ein paar Sekunden. Am liebsten würde ich das mit euch mindestens eine Minute machen, eigentlich 2 Minuten. Ne? Ziehen, ziehen. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon drüber, über 30 Sekunden. Wir machen 45. Lang ziehen, lange Bauch. Jetzt merke ich, bei mir kommt jetzt langsam die Entspannung. Noch 5 Sekunden. Und langsam ablegen. Alles langsam. Langsam in den Hund. Langsam mit den Händen zu den Knien. Nach oben drücken die Hüfte. Die Knie nicht durchgedrückt, die Beine sind nicht gestreckt und ihr krabbelt zu den Füßen, ihr lasst den Kopf fallen und rollt euch langsam auf, ganz langsam. So, jetzt bin ich am Bildrand, ohne Kopf. Okay, das macht ihr am besten 2-mal in der Woche. 3-mal wäre noch besser. Ich weiß, das ist eine Aufgabe, aber ihr wisst, der Sommer kommt und ihr wollt da fit sein. Bis zum nächsten Video. Tschüssi, macht's gut.